Willkommen zurück bei Versteck dich im Schrank. Nein, du hättest jetzt sagen müssen, willkommen zurück, werte Gäste und Freunde. Das ist dein Spruch. Mach jetzt. Du musst in die Kamera reingucken, wenn du mit den Leuten sprichst. Willkommen zurück, werte Gäste und Freunde. Sehr schön gesagt. Ah, oh, ich weiß. So, wir haben jetzt wieder einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind wieder ein Stück gelaufen und sind jetzt wieder im Schrank, wo wir gerade eben gestorben sind. Mal wieder. Nee, wir sind ja gar nicht im Schrank gestorben. Wir sind ja von hinten. Aber wir sind schon wieder gestorben. Ja. Das ist nun mal so. Jetzt leben natürlich die Menschen auch wieder. Oh. Mensch. Ich habe aber... Könnt ihr jetzt einfach raus hier? Ach. Was war das jetzt? Ich hab das Alien gerade gesehen. Auf dieses Bild freue ich mich ja jetzt. Sei mal bitte ruhig. Bist du konzentriert? Nein. Ich probiere dich nur von deiner Angst zu befreien. Wo ist denn deine Angst heute hin? Wie weggeblasen. Ich blase die auch gleich mal weg. Du bist doof. Konzentriere dich auf das dieses Schwänzele. Alien. Dieses Knattern immer. Es kommt ein Mensch, oder? Oh Gott. Was war denn das gerade? War das der Schwanz? Ja. Was macht der denn? Der sucht dich. Was will der überhaupt von uns? Jetzt haut er. Endlich. St. Christopher Krankenstation der Sixo Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. Das Ding ist, ich glaube, der ist halt in dem Gang da die ganze Zeit, wo wir hin müssen. Das regt mir auf. Du hast dir dieses Spiel ausgesucht. Du wolltest das Spiel haben, jetzt spielst du auch. Ich würde eigentlich gerne, dass hier irgendwie die Menschen langkommen. Dass die wenigstens weg sind. Kommt da schon wieder, oder? Gibt da schon wieder gerade eine Tür. Oh, jetzt ist er oben. Oh, jetzt höre ich sie. Rechts. Ich glaube, die laufen da gerade im Flur lang wahrscheinlich. Na, willst du jetzt wieder drauf warten, bis die gekillt werden? Das wäre mir nicht ganz lieb, ja. Damit wir wenigstens in der Gefahr los sind. Die Hälfte der Zeit verbringst du im Schrank. Ja. Siehst du? Schon wieder eine Tür? Was ist denn das? Siehst du das? Da, ach, da. Da, da läuft. Oh. zu zweit. Ja. Ist die Frau, siehst du? Da ist die. Die vorhin abgekratzt ist. Wieso können die da rumstehen und machen und nichts passiert? Geräusche in den Lüftungsschächten. Ja. Oh, drei. Zu dritt? Ach du Scheiße. Mal, hab ich die hier drauf auf dem Radar? Ja. Ist euch aufgefallen, dass es kälter wird? Der Tod. Okay. Die sind jetzt also da in dem Gang. Das ist eigentlich meine Chance. Dass ich da jetzt reinkomme, endlich. Ah, da war's! Ach du Scheiße. Ah! Ja, okay, so ist gut. Das ist Medikit. Samuel, oh Gott. Ich habe die Medikamente.
Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Krankenstation Oh Gott. Da war ein Speicher, hast du gesehen? So ein Leseding. Okay. Ich geh jetzt lesen. Okay. Also wenn wir Glück haben, dann ist er wieder eigentlich hier Safe Zone, ne? Privat. Name Foster Catherine. Rechtsmediziner Bericht 14.11.2137. Geboren 20.01.2008. Okay. Alter 39, Geschlecht weiblich. Herkunft, Bestattung des Anisidora. Der Anisidora. Leichnam. Identifiziert durch Marlo H. Captain der Anisidora. Ach, warte mal, so hieß doch das Raumschiff, wo unsere Mutter drauf war. Bericht. Ermittlung durch Sevastopol Colonial Marshall Behörde. Hinweise auf Behandlung geheim, externe Untersuchung geheim, Laborrecht geheim, gesammelte Beweise geheim, Beschlussfolgerung geheim. Super. Freigeben Fehler. Audio, den Tatort absperren. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Ja, die wussten aber schon, ne, von, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. So, warte mal, ich will jetzt mal schon auf die Karte gucken. Da haben wir noch irgendwas, was wir jetzt übersehen haben erstmal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal, primärer Pflegebereich. Bereich. Da unten. Ach Gott, also müssen wir jetzt auf die andere Seite. Okay. Irgendwas muss ja noch liegen. Was wir jetzt gerade übersehen haben. Ausweiskarte. Da ist ein Schrank, da ist auch noch ein. Oh Gott. Da kommt gerade irgendwas, ne? Gehst du bitte rein? Entweder ist jetzt nach oben oder? Der ist nach oben gegangen. Aber irgendwas. Ich weiß jetzt halt nicht, wo die Menschen sind. Also, die sind da vorhin da oben lang gelaufen. Das heißt, die könnten jetzt auch wieder in dem Raum da unten sein. Also in dem untersten Flur. Jetzt noch mal ein Speicherpunkt. Asgard, darfst nicht rauchen. Ich mag jetzt aber auch nicht. Warten. Das auch nicht. Oh Gott. Wenn du irgendwo was zum Verstecken siehst, sag Bescheid. Da. Karte, genau da lang müssen wir. Da hinten sind sie. Oh, wow. Da war es. Wurde mir gerade angezeigt jetzt, ne? Auf meinem Shitradar. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Oh Gott. Geht der genau dahin? Guck mal, der ist genau da, wo wir hin müssen. Oh
war ich denn jetzt? Der Schrank. Warte mal, irgendein Schrank war doch begehbar hier, ne? Hm. Ich fühle mich hier unten nämlich gerade so nicht sicher. Aber ich weiß ja, wenn ich jetzt herauskomme, könnten die mich sehen. Oh Gott. Ich will jetzt nicht sterben, ey. Wir haben gerade so gut das gemeistert. Geh doch jetzt schnell in den Schrank. Ja. Hier war das. Die sind gerade im Raum neben mir. Könnte natürlich auch das ausnutzen und jetzt da durchmachen. Die Frage ist, müssen wir da lang, da rein? Oder müssen wir dann hier unten irgendwie durch? Das ist die Frage aller Fragen gerade. Oh Gott, das Ding kommt. Die Tür geht auf. Bestimmt einer von denen. Oh, das hat mich aber erschrocken. Ja. Na, werden wir Zeuge? Warum habe ich nur zugestimmt, hierher zu kommen? Das frage ich mich auch. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, denke ich, dass das Alien auf die trifft. Meinst du? Guck mal, die latschen alle sieben Ruhe hier rum. Ich frage jetzt, wo sind die jetzt? Wie die mir nicht angezeigt werden. Aber vorhin wurden sie doch angezeigt, ne? Klingt so, als wenn die direkt neben mir steht. Im Raum. Wie komme ich von diesem Wrack runter? Hier war es schon unheimlich, ehe alles außer Kontrolle geriet. Wo ist die Tür? Was geht's da auf? Es ist ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Tür zu. Was sagst du? Hier vorbei schnell und dann da oben erstmal rein? Also da? Da? Erstmal, ne? Wir müssen hier weiterkommen, jetzt geht da nicht. Oh Gott, geht die Tür auf. Ist da jemand? Oh Gott. Schrank, Schrank, Exit. Da liegt was. Nach einer alte rostige Station. Elektro, blub, blub, bla, und was? Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Schrott. Leiten Sie die San Cristobal Evakuierungsverfahren ein. Ja, super. Jetzt muss ich bestimmt da hoch. Warte mal. Ja. Hast du das jetzt eingesammelt, was da... War Schrott. Ging nicht. Also wegen voll und so. Aber warte mal, wir können mal gucken, wir könnten eigentlich auch mal wieder irgendwas bauen hier. Ach, guck mal hier, das können wir bauen. Was auch immer das ist. Geräuschmacher. Rauchbombe. Oh Gott, das, guck, kick noch mal bitte drauf. Hinter uns. Waren wir in der Tür da drinne, ja, ne? Ja. Kannst
Karte da abspeichern? Speichern. Nee. Ah, sah so aus, ne? Ah, das ist Karte. Wichtig. Da, geh in den lesen. Schrank. Da war jetzt gerade so ein Quatsch. Hast du das auch gesehen? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss gerade tierisch aufs Klo. Wir machen eine ganz kurze kleine pinke Pause. Ja, passt ja eh. Kurzer Schnitt und dann sind wir beim nächsten Mal wieder für euch da. Bis dann.